Freunde. Nadine und ich sind jetzt gerade an der Tankstelle. Was? Nee. Scheiße. Freunde, Nadine und ich sind gerade an der Tankstelle und könnt ihr das sehen? Wir fahren jetzt zur Range von Rossi. Der hat ja hier so eine Motocross-Anlage. Ist jetzt ungefähr 23 Minuten entfernt. Und da werden wir mal ins Café gehen und dann zeige ich euch natürlich. Oh. Nadine fühlt's richtig. Fühle ich richtig gerade das Bike hier. Schön Bike Life. Auch die Tankstellen, die sind auch einfach. Warum gehst du nicht an? Ah, Schlüssel. Schlüssel wäre gut. Aber die haben hier so einen richtigen Vibe an den Tankstellen. Wir haben auch gerade hier einfach schön gesessen, Käffchen getrunken. Hier die zwei Dudes, die kamen auch gerade mit dem Motorrad. Das ist schon geil. Boah, Freunde, ich fühle das einfach gerade so hart. Mir brennt richtig die Sonne auf den Arm. Aber hier, das ist gerade einfach so schön in Italien rumfahren. Richtiger Vibe hier. Das sieht doch aus, als kämen wir der Sache schon näher. Also, ich glaube, das ist der Heimatort von Rossi. Da seht ihr auch ein riesen Porträt von Rossi. Sieht mir gerade ein bisschen falsch aus, ehrlich gesagt. Aber mal sehen. Viele Wege führen ja bekanntlich zur Ranch von Rossi. Da hinten ist sie doch. Da sehe ich sie doch schon. Da könnt ihr sie sehen. Das ist anscheinend die Ranch von Rossi. Ja, da seht ihr sie nochmal. Ja, richtig geil. Ja, einfach weiter. Und ich glaube, da kommen wir so da rum. Es soll ja angeblich auch ein Café dort geben. Aber wenn man überlegt, wie viele Legenden hier schon trainiert haben. Und jetzt ich. Also, wenn das hier nicht der Inbegriff von Italien ist, dann weiß ich es auch nicht. Ach, schaut mal, das ist hier Privatgelände. Kommt man gar nicht drauf. Da kommen wir gar nicht drauf. Das ist Privatgelände. Ja. Aber meintest du nicht, da ist auch ein Café? Wahrscheinlich. Sollen wir da mal hin? Ja. Okay, neuer Plan. Es gibt hier ein Café von Rossi. Da gibt es auch, da sind ganz viele Lederkombis von ihm ausgestellt und sowas. Da fahren wir jetzt hin. Das sind nochmal 5 Minuten. Das ist in dem Dorf, wo wir auch gerade herkamen. Boah, jetzt sind wir da. Kann man anscheinend doch hier. Boah, geil, ey, haben die Klima. Das ist schon sehr geil. Oh, ein paar coole Shirts auf jeden Fall. Und was haben sie hier noch? Natürlich das Bike von ihm. Auch geil. Seht ihr das? So. Und guck mal. Hier unten ist einfach ein Rennsimulator. Hier sind die Kombis. Auch richtig geil. Boah, wild. Und hier seht ihr gerade mal, wie ich filme. Ich habe den Helm nämlich aus. Freunde, Nadine und ich waren gerade hier noch was essen. Ihr glaubt nicht, wie heiß das ist. Aber hört sich geil an, die Trocken. Finde ich schon geil. Trockenkupplung, schon was anderes. Alter, ihr glaubt nicht, wie heiß das ist. Junge, ich muss jetzt erstmal am Stehen fahren. Das geht nicht. Du kannst dich nicht hinsetzen. Boah. Wir sind zurück. War ein richtig geiler kleiner Ausflug. Wir fahren jetzt wieder aufs Gelände drauf. Hier ist wieder das gleiche Spiel. Die kontrollieren, dass wir hier unsere Bändchen haben. Die winken hier mit ihrer Kelle. Danke. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen langsamer machen. Oh, mir quatscht die ganze Zeit noch die Tante hier vom Navi ins Ohr. Oh, ey, gefühlt sind hier auf dem Gelände auch nochmal 100 Grad mehr. Das nehmen sie hier wirklich sehr genau.
Ja, willkommen zurück bei der WDW 2024. Wir gehen jetzt hier gleich zum Race of the Champion. Das sind ja die ganzen Ducati-Fahrer, also Marc Marquez, Alex Marquez von dem Cristini-Team, dann Pecco Bastianini von dem Werksteam, Jorge Martin fährt auch, also alle Ducati-Fahrer sind am Start und fahren hier. Und ja, das ist ganz cool, weil vor 2 Jahren war es wirklich so, dass man vorher mit aufs Grid konnte, also bevor die losgefahren sind, auf die Startaufstellung, und man da eben dann auch wirklich nah an die ran konnte. Und die sind halt super entspannt, weil die haben ja jetzt hier kein MotoGP-Rennen heute. Das heißt, die fahren jetzt nicht um die Weltmeisterschaft und müssen sich entsprechend konzentrieren, sondern es ist für die natürlich auch eher so ein Show- und Fun-Race. Haben gute Laune. Gestern waren sie eben auch da und haben schon mit den ganzen Gästen da viele Fotos gemacht und sowas. Das ist schon ganz nice, dass man da eben, dass das so nahbar ist für viele. Und muss ich mal wieder mich hier rangieren. So, und es geht schon wieder los. Es ist eine Bullenhitze, Leute. Es ist wirklich so heiß. Ihr glaubt es nicht. Ach, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ist mir egal. So, vielen Dank fürs Einschalten bei diesem kleinen Motovlog. Lasst gerne mal ein Follow und ein Like da, weil dann können wir natürlich noch viel mehr auf solche Events und dann gibt es auch ein paar mehr Eindrücke noch hinter die Kulissen. Und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee und was Kaltes zu trinken. Ciao, tschüss.